Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und heute haben Zittersticks und Moni vor, zu heiraten. Und mir passt das nicht so rein, denn ich möchte mal gerne daran erinnern, als Timmy und Moni geheiratet haben, hat Zittersticks mich gekillt. Das bedeutet, ich habe sowieso noch eine komplette Rechnung mit Zittersticks offen und ich gönne ihm das halt einfach nicht, dass er so hier auf Hochzeit, Mochzeit machen kann. Und warum sind hier solche komischen Löcher im Boden, Digga? Was soll das hier? Raketen bräuchte ich auch wieder ein paar. So, zack, wir sind ausgerüstet. Ich denke mal, mit meinem neuen Item wird das auch richtig gut funktionieren, Zittersticks seine Hochzeit zu sabotieren. Guckt euch das mal an. 10 Josefs bereit zu kämpfen. Oh, wo geht der denn hin? Hallo? Was ist los, Josef? Denn diese Josefs greifen alles an, was kein Höllenkrieger ist, ja? Bedeutet, Tiere greifen sie an. Sie greifen, ja, nichts Höllenkriegerisches an. Bedeutet, sie greifen mich nicht an. Snoopy, Alpha-Steinchen, Timmy. Bei Tobi weiß ich nicht, da wird sich das herausstellen. Er hat zwar die Höllenkrieger verlassen, so auf den, aber ganz sicher bin ich mir trotzdem nicht. Und die Hühner werden das auf jeden Fall verraten. Das Problem ist jetzt nur, dass Zittersticks und Moni noch gar nicht online sind, aber ich sehe das gar nicht mal so als Problem an. Ich kann auch erstmal auskundschaften, weil ich weiß gar nicht, wo die Hochzeit stattfinden lassen wollen. Ich denke mal nicht, dass das hier ist. Bro, wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Du hast viel mehr Alice. Wenn du irgendwas machst, ich mach dich wie Alice Black. Hä? Bro. Kiro. Was redet ihr da? Ekelhaft, du bist, Bro. Kiro. Was los, Schäfchen? Er hat meine Alice getötet, Bro. Ich hab ihre Krieger fortgeführt. Ich hab sie in Alice Ja, geknecht. Gut so, Digga. Gut gemacht, Digga. Hier, fang mal. Ja, auf ihn. Auf ihn, Digga. Wo rennt der hin? Oh, du hast seine Allies gekillt? Hey, Kiro, unser Item ist ja voll die krasse Kirby, weil durch meinen Furz könnt ihr nicht springen und dann greifen wir in den Chicken. Ja, voll gut, Digga. Das ist übelst gut, Digga. Ey, ich hätte gerne seine Allies gekillt, Mann. Wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Warte mal, das heißt, du bist nicht mehr bei den Kristallkriegern, ja? Nee, du bist ja doch nicht, Alter. Ja, so ist gut, Digga. Ah, da ist er ja. Da ist ja Zittentouch. Hier. Angriff. Angriff! Weiter. Komm doch, Entwurf, komm doch. Wie viele Enderperlen hat der, Digga? Egal, hinterher. Das passt zwar gar nicht in meinen Zeitplan, aber ist okay. So, hier, bam, Junge. Warte mal, du hast doch eh unsere besten Putz gemacht. Ja, richtig. Keine Sorge, Bro. Was sind das für Chickens? Woher hast du dich? Du hast den Item verloren. Ich hab ein neues Item bekommen. Mira ist die Beste. Digga, wie viele Enderperlen hat der? Mira nicht, Bro. So, bam, Junge! Bro, der kommt eh nicht weg, Ich komm natürlich weg, Bro. Ich hab ihn! Bro, wie die Hühner ihn hinterherrennen, Digga. Josef ist einfach der Beste. Moment, zack! Fliegt das weit genug? Oh nein, ist abgeprallt. Egal, ich geh mit der Perle nach oben. Moment. Lande ich hier. Wo ist die Tasche? Auf ihn! Es ist zu okay, Bro. Ja. Das macht auch gar keinen Sinn. Egal, Bro, ich hab Sue's Kopf bekommen. Ja, Glückwunsch. Ich hab deine Rüstung noch. Hängen die an die Wand oder so? Keine Ahnung, viel Spaß damit. Ey, könnt ihr eigentlich nichts ohne Europäer? Ist mir ehrlich. Könnt ihr eigentlich nichts, Kino? Was ist das? Ja, die greifen dich so nice an, Alter. Das ist so cool. Oh, wo ist er? Josef zeigt mir den Weg, wo er hin ist. Josef, ich bin hier. Ihr seid so schlecht. Ich komm rüber zu ihm. Hallo. Hallo. Nein. Das hat dich fast getroffen. Bro, warum ist ein Pixel bounce das hier so ab, Mann? Ey, ja. Du kannst ja mal selber gerne angucken. Warte, jetzt aber. Jawohl, sie sind da! Oder ja, nein, die anderen sind runtergefallen. Nice! Wir haben ihn gleich! Ja! Das ist wie eine Zombie-Armee! Hey, was rennt ihr? Hört ihr auf, wegzurennen! Hä? Ich glaube, die Tasche. Da drüben ist er. Josefs, auf ihn!
Ey, Sitashi, wir können reden. Ja, dann reden doch. Du hast angefangen, mich anzugreifen. Und guck mal, Steinchen, erzähl bitte sich hinter Steinchen, lass quatschen, lass quatschen, Digi. Ja, okay, aber du musst trotzdem angeputzt werden. Ja, okay, fair, Bro, fair. Ja, okay, dann lass reden. Was willst du reden, Bro, nachdem du unsere Base gekriegt hast? Ja, also willst du, du bist dir sicher, dass du meine Items nicht wieder zurückgeben wirst, ja? Wie bitte? Du bist dir also sicher, dass du meine Items nicht zurückgeben willst, nachdem du gerade gesehen hast, Digga? Ich hab nur ein paar Items, die Stupi von dir geklaut hat, also ich check nicht, was mit Ja. Ich geh zu Sashi's Alice-Kini. Ey, ich komm mit. Digga, seid ihr so ekelhaft? Ich mach gar nichts, ich komm Bro. Mit, Steinchen, ey, warte auf mich. Geht, ne? Also, Bro, erst Warte mal, ich hab das so... Steinchen, bitte, hör doch auf! Ich hab ne sehr gute Idee, Bro, meine Hühner greifen nämlich alles an, was nicht Höllenkrieger ist. Bro, das ist echt crazy, dass ihr so ekelhaft Los, seid. Los, auf die Allies! Auf die Allies! Guck mal, die sterben, hörst du, wie sie sterben? Bro, ihr seid so ekelhaft, Bro. Warte, wo sind die? Da! Nein, der rennt weg! Auf die Allies! Auf die Allies, Bro! Digga, wie schnell sind die Allies? Kommt doch mit! Warum haben die überhaupt Crystals in der Hand? Sie greifen an! Nice! Was, sie kommen nicht hin! Da, Steinchen, greif ihn an! Ja! Aber Leo! Sie brennt! Nein! Digga! Ja, Murat, Digga! Jawohl! Greif Murat an! Schnell! Bro, das war eigentlich gar nicht mal mein Ziel. Ich will eigentlich die Hochzeit von Zittersticks unterbrechen. Ey! Ja? Wieso haben die zwei jetzt gerade nicht gecountet? Hackst du oder was? Ich hack vielleicht. Okay, dann hack mal weiter. Okay. Auf ihn, Josefs! Was lachst du so, Erlei, Alter. Die Josefs kommen! Komm doch mit, Kiro. Wohin? Komm doch mit. Wohin, sag? Wohin? Deine Ellie sind weg. Wo sollen wir hin, Digga? Ich will nicht mit Alpha-Schänchen reden. Alpha-Schänchen, Bro. Hör doch auf, Bro. Ja, dann sag an, wo sollen wir hin? Ich kann nicht snipen. Murat, komm her. Ey, was macht Murat hier? Bro, hör doch auf damit! Ich werd so ekelhaft, Digga. Josef, auf ihn! Jawohl! Ja, komm doch mit! Wohin, Digga? Zum hundertsten Mal! Bro, ihr wisst ja nicht, dass ich irgendwo hinkomme. Das ist ja ein komischer, ey. Jo, bist du durch? Oha! Bro. Hör doch auf damit, du kleines Kind, Digga! Hör doch auf, Bro! Bist du so schlecht? Das sind Josefs! Ich könnte nix, Bro. Otau und meine Allies gehen, Digga. Ihr wisst, dass ich meine Allies nicht allein lassen würde, wenn ich nicht mehr herzlos bin wie ihr. Wo sind die Allies? Irgendein Ally kriegt gerade voll viel Schaden die ganze Zeit. Ich klatsch Leo. Ich hab Leo geklatscht. Sehr gut. Guck mal, das wird sie bringen. Wieso hält sie so viel aus, Digga? Du Ekelhaft, komm doch. Hier ist noch Murat. Was haben euch meine Allies getan? Sie gehören dir, das reicht schon. Wow! Ja, komm doch mit, Steinchen. Komm doch mit, wenn du denkst, kannst dich töten. Komm und hol dir den Kopf von Sue wieder. Der Kopf von Sue? Das Ende von Dodo. Kopf von Sue wäre schon wichtig, Digga. Das ist schon wichtig? Dann komm doch und hol den dir. Hey, Dodo. Warum will der das wieder reingehen die ganze Zeit? Ich hab Dodo gekillt. Oh, sehr jetzt gut! Warte, hier rennt Murat. Wer seid ihr so ehrenlos, Bro? Als Steinchen, ne, du bist sehen. Wieso also machst du denen keinen Schaden? Ich weiß nicht, die haben Krudion, aber ich hab grad auf jeden Fall. Oh, ich hab ihn gekillt! Ich hab Murat gekillt! Lass Muri noch gehen. Hey, mach mal keine Welle jetzt hier! Nice! Ey, Steinchen, das haben wir richtig gut gemacht. Ja, safe. Safe. Oh, Moment. Wer ist das?
Ah! Ich glaube, du heißt Na, sie brennt halt noch. Bro, ich mache jetzt hier richtig viele Hühner hin, Digga. Pass auf. Ich mache jetzt richtig viele hin. Guck mal, die sind in den Blättern. So ist richtig. Bro, ich habe einfach die größte Armee hier, Mann. Was geht? Die Chicken-Armee. Was will der aber jetzt eigentlich die ganze Zeit hier drin? Ah, ich check schon. Ich check schon. Hier ist alles aus Obsidian. Ich checke, Digga. Aha. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Jemals getan, Bro. Er hat Stärke getrunken. Er hat wirklich Stärke getrunken, Bro. Bist du so hobbylos? Bist du so schlecht? Hey, Steinchen, was geht? Er hat mich immer der kann nur abhauen, der Typ. Der kann nur abhauen. Ist so. Du kannst nicht nur deinen Furt benutzen, Bro. Und dann Stärke und auf LA gehen. Schlecht deitig. Wie kann man so schlecht sein wie ihr, Bro? Sie können sich doch einfach selbst verteidigen. Ja, ich glaube, wir sind nicht schlecht, Bro. Eines Tages eure Items weg und ihr werdet sehen. Steinchen, ich glaube, wir sind die Stärksten eigentlich hier, oder? Was sagst du? Ja, ja. Ich glaube auch. Digga, du hast voll Absturz geschoben. Den hab ich gezeigt, Bro. Ja, den haben wir es auch richtig gezeigt, Digga. Er kann sich jetzt nur verkrümeln. Bro, als nächstes müssen wir dann Zittersticks und Bunis Hochzeit komplett ruinieren. Ja, wirklich. Nee, er ist anscheinend nicht mehr hier, Alter. Besser ist das. Warte, ich guck mal bei meinem Haus. Naja, gute Idee. Ich komm mal noch mit. Freunde, Alter, das, ihr habt's gerade gesehen, die Machtdemonstration meines neuen Items. Das geht einfach so fit, Bro. Und wir werden später damit sowas von die Hochzeit ruinieren. Ey, da ist ja noch so ein Viech. Warte, das ist mein, das verhalte ich jetzt. Guck mal, hier kommt's rein. Guck mal, der läuft. Komm, ich sperr dich rein, du kleine Maus. Oha. Schnell zu. Das ist meine Leo. Glaubst du, sie kommt dahin? Ich glaube schon, ja. Scheinbar Leo? Nicht. Kann man die nicht mit einer Leine oder so? Steinchen, es tut mir leid, Josef, ich habe gerade Lea besiegt. Juni, bitte machen Sie mal. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt ein bisschen erkundigt und rumgehört. Anscheinend soll die Hochzeit in Höllentown stattfinden und das hat doch gar keiner von uns genehmigt oder stattgegeben. Deswegen muss ich gleich mal irgendwie nach einer Lösung schauen, wie wir hier was vorbereiten. Ich schätze mal, dass es die Krosse Krabbe sein wird, weil die Krosse Krabbe war bis jetzt immer der Punkt von denen. Deshalb würde ich das einfach mal so abschätzen, dass wir in der Krossen Krabbe... wer bist du? Hallo? Hä, wer bist du? Moment, Maske? Höllenkrieger-Skin? Gemutet? Das kann nur Beule sein! Boah, guck mal, was ich jetzt für einen coolen Skin hab, Kiro, Mann! Ey, hey, hat dir den Riding gegeben, oder was? Ja, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich was hab denn? Den T in der Schattenkrieger-Base platziert. Oh. Und dann hat er gesagt, ey, chill! Mal sehr das gut! Wieder ab. Und weißt du, was ich dann gemacht hab? Was denn? Ich hab das TRT trotzdem gesprengt. Oh, und dann hab ich den Skin trotzdem gegeben. Ja, Mann. Jawohl! Das ist richtig Höllenkriegerzeug. Ich hab einen geilen Skin. Oh, danke schön, ja. Und jetzt soll genau ich das ist, was ich gemeint hab. Bekomme. Ja, hoffentlich, Alter. Das wird das Beste sein. Aber TNT ist ein sehr gutes Stichwort. Weißt du, was nämlich demnächst ansteht? Die Hochzeit von Zittersticks und Mooney. Die wollten sie eigentlich heute schon machen, aber die haben sie irgendwie verschoben jetzt anscheinend, weil zu viel Trubel war. Oh nein. Dann also, müssen wir die wieder entschieben oder so, oder was? Was ist der Plan? Nee, ich hab mich nämlich umgehört und ich habe mitbekommen, dass sie die Hochzeit einfach ganz frecherweise hier bei uns zu Hause in Höllentown stattfinden lassen wollen. Wir nicht zulassen. Ich weiß, was wir machen. Wir platzieren ein TNT und dann zünden wir das an. Ja, nee, so am besten nicht. Wir machen das smart, weil Beule, wir sind smart Boys. Smart. Ja. Richtig. Los, komm mal mit. Meine Theorie ist, dass sie in der Krossen Krabbe
das stattfinden lassen wollen, weil, was, wenn man zurückdenkt. Ja, ja, zu 100%, weil, wenn ja, man genau zurückdenkt zu der alten Zeit, dann haben die ja schon immer hier in dieser krossen Kabel halt was gemacht. Und ja, ich würde mal hier diese zwei Plates nehmen und wir platzieren jetzt einfach hier drunter TNT und so Sachen. Ja, okay, let's go, Mann. Warum stehen hier Namen? Was hat das zu bedeuten? Wo bist du hin? Ich bin unter der Erde. Was ist das hier eigentlich für Holz? Fichtenholz, ja, oder nicht? Komm, baby, baby. Nein, wir wollen es nicht übertreiben, Boyle. Wir werden es zerstören, Mann. Seine Hochzeit wird nicht stattfinden. Ja, das ist natürlich Plan A. Das ist Plan A, aber wir wollen ja nicht, dass das Höllentau darunter leidet. Ja, ist eh nur die große Kabel, die gehört nicht da. Ich weiß, die wurde jetzt nicht mal schon 100-mal gesprengt oder so. Wir brauchen erstmal doch Fichtenholz. Wo kriegen wir am besten Fichtenholz her? Von Bäumen, glaube ich. Da hast du recht, du bist da was ganz Heißem auf der Spur. Aber ich meine, wo exakt wächst hier jetzt Fichte? Das ist eine gute Frage. Weil wir reparieren erstmal die krosse Krabbe, bevor es dann ganz, ganz sketchy wird. Vielleicht ist ja hier irgendwo was. Aber hier sind gar keine Kisten. Warum ist hier nichts? Oh nein, hier kann man nichts klauen. Beule, wieso ist hier nichts? Ich weiß es auch nicht. Moment, das da besteht doch aus Fichte. Ja, wir bauen das einfach ab, Mann. So, hier, guck mal. Ich muss nochmal anfliegen. So. Zack. Dann klaue ich mir hier ein Holz. Das sollte, ja genau, Fichtenstamm. So, dann nehme ich mir hier drei Stück mit. Sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, aber ist mir doch sowas von egal. Ja, das gehört, ja, so, jetzt gehen wir wieder rüber zur großen Krabbe, komm mit. So, jetzt habe ich nämlich genug Holz. Und dann fällt das nämlich auch gar nicht erst auf. Dann kann man das nämlich hier einfach reintun, guck mal. Zack, nein! Nein! Boah, das fällt ja gar nicht auf. Das ist, hä? Dann ist das hier Schwarzeiche oder was? Weißt du, das ist wirklich Schwarzeiche! Ey, wieso sind die Druckplatten weg? Ich komm hier nicht mehr raus. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, na, ich hab eine Idee. Guck mal, wir klauen einfach was vom hinteren Haus und dann fällt das niemandem auf. Ja, warte mal, das ist eigentlich smart. Das ist ehrlich smart. Hier so. So. Oh nein, das ist jetzt ein Loch. Ich glaube, wir machen so. Guck mal. Das fällt schon nicht auf. So. Pass auf. Jetzt machen wir hier die Schandtaten weg. So, bam, bam. Oh, wow. Und bam. So, und ich hätte gesagt, dass hier so richtig unauffällig einfach in der Mitte eine Druckplatte platziert wird und darunter ein bisschen TNT. Ja, das fällt niemandem auf. Das darf niemandem auffallen. So, warte mal. Machen das hier so vier Stück oder so. Vier nur? Nein, wir wollen 44. Ja, genau, 5 Stück, da hast du recht. 44 ist schlimm. Was, 5? Ja, okay, wenn es nur 5 sind. Ja, wir müssen ja noch mehr Fallen platzieren hier überall. Ich bin mir ja nicht zu 100% sicher, dass es die krosse Krabbe ist. Wir sprengen einfach ganz Höllenzaun. Yeah, nein! Das ist unser Zuhause, Bro! Egal, ich spreng ganz Spaß, du da? Egal ob zu Hause oder nicht. Das stimmt gar nicht. Nein! Jetzt reicht's aber hier. Aber Beule, hast du eigentlich mitbekommen, was da bei den Ey! Ja. Oh mein Gott, ich meine, aua. Komm, jetzt reicht's aber hier. Ich hab Hunger. Mann. Ja, ich hab auch Hunger auf Beulefleisch. Ja, nein, das schmeckt nicht. Das schmeckt bestimmt nicht, Mann. Du entschuldigst dich jetzt bei Josef. Entschuldigung, Josef. Nein, hier, Josef. Wer ist Josef? Der ist Josef. Oh mein Gott. Beule, was denkst du eigentlich? Wo könnten die noch die Hochzeit abhalten? In Eifersteinchens Bauch, oder? Oder glaubst du, da wäre es irgendwie komisch? Denn ich glaube, da ist ein bisschen zu wenig Platz für Gäste, weil die wollten das ja ganz, ganz groß feiern. Ja, okay, ja, dann in dem Po von Eifersteinchen. Ja. Du bist gerade nicht sehr hilfreich. Aber ich glaube, weil Tobi wollte ich schon sagen, Timmy hat nämlich dieses Haus hier Muni geschenkt. Es könnte ja auch sein, dass sie hier die Hochzeit abhalten wollen. Logisch, ja. Moment, ich habe die Druckplatte total vergessen. Ja, lass da drauf treten und das schon mal jetzt explodieren lassen. Der Test kann nicht schaden. Nein, Beule, du machst da nichts.
So, einmal so. Beule, geh weg. Ja, ich bin auch weg. So, das ist sehr unauffällig. Das heißt, bevor die Hochzeit überhaupt hier stattfinden kann, treten die da drauf. Hör auf jetzt! Checkst du? Die gehen hier so rein, weißt du, Braut und Bräutigam und denken sich so, oh, hier ist eine Druckplatte. Und dann boom, und dann ist die Hochzeit-Location einfach gesprengt. Oh, was ist ein Plan? Okay, dann müssen wir aber die anderen auch noch vernichten. Ey. Ja, so, warte mal. Also, was? Ich will zwar Timmys Haus nicht komplett sabotieren, aber ich weiß halt, ich bin mir halt nicht sicher, ob die hier vielleicht auch was machen. Ich glaube, wobei... Ich glaube, Retalk eigentlich nicht, weil guck dir das mal an, hier kannst du doch keine Hochzeit planen und machen. Stimmt. Also das, also... Die sich hier schlafen zu fünft oder zu viert. Genau. Ja. Nee, ich glaub, das ist sehr unrealistisch. Was ist eigentlich hier unten im Keller? Die feiern das in der Mädchenstadt vielleicht, Hero. Nein, ich habe mich umgehört. Die wollen das hier in Höllentown machen. Ohne unsere Erlaubnis, Beule. Ja, das ist nicht gut. Vielleicht bei... Nee, hä? Dann gibt's hier gar keine Orte. Höllentown. Meinst du, das hier ist auch noch valide? Nein. Hier eine Hochzeit abzuhalten im Schweinchens Kopf? Okay. Nein! Hier! Das Offensichtlichste überhaupt! Ja klar, Mann, das sieht doch genauso aus. Logisch, hier kann man ja übelst krass heiraten. Warte mal, wir machen hier die Falle. Boah, was ein Ort dafür. Boah, das wird niemand merken, Mann. Wird's auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir platzieren 35 TNT, okay? So, wir machen hier TNT hin, guck mal, zack, zack. Mann, nee, wir wollen ja nicht komplett alles wegspringen, Mann. Chill mal ab. So, und hier kommt dann eine weiße Druckplatte drauf. Das checkt dann eh keiner. Beule, untersteh dich. Beule. Mann. Beule, nein! Ich kann ihn nicht standhalten, Mann. Beule, hör auf! Beule, beruhig dich. Es lastet sehr großer Druck auf dich und so als neues Höllenkrieger-Mitglied und... Hoffentlich kriegst du auch bald dein Item deswegen, aber chill. Hier, guck mal, was ich geklaut habe. Oh mein Gott. Was passiert, wenn ich das auf die Nein. Wir machen gar nichts. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen heute im Kreis. Wir tanzen im Viereck. Wir sind die Hörnenkrieger. Ja, bist du eigentlich schon hyped auf Samstag? Was passiert denn Samstag? Da kommt mein Song Fremd raus. Was? Leute, wenn ihr bis hierhin das Video geschaut habt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag fremd, wenn ihr gehypt seid auf den Song, Alter. Warte mal, bist du fremd? Oder sind die Zuschauer fremd? Oder ist die Beule, du bist, glaube ich, fremd. Steinchens Po fremd? Nein, ich bin fremd, ich will nicht fremd sein. Steinchens Po ist aber nicht fremd. Alles klar, Freunde, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann zeigt es mit einem Däumchen, abonnieren und haut die Glocke komplett kaputt.